Geburtstagskind ist erst ein Jahr alt und steht doch schon länger auf eigenen Beinen. Happy Birthday, Gig, Bar und Café im Seeparkhotel Lindner in Klagenfurt. Die Gratulanten kamen zahlreich und waren in bester Stimmung. Und das ist die Philosophie dahinter. Wir sparen nicht mit Qualität und wir sind nicht überteuert. Ein gutes Produkt zu einem guten Preis, serviert mit Freundlichkeit, mit ehrlichem, guten Service, das ist unsere Barphilosophie und ich glaube, die Gäste geben uns recht. Ja, das gelingt den beiden immer wieder, auch an diesem Geburtstagsabend. Darf ich vorstellen, das ist Showbarkeeper Franz und Franz ist heiß. Im Gig steht die Teamarbeit stark im Vordergrund und gemeinsam ist man kreativ. Jetzt gibt es sogar einen eigenen Gig-Bar-Song. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und das war eine Zufallsgeschichte. Wir haben den Herrn Cengiz im Internet entdeckt, haben ihn angeschrieben, er hat sich sehr schnell bei uns gemeldet. Es war von Anfang an eine tolle Chemie da, er hat tolle Ideen, hat unsere Ideen sofort verarbeiten können und da ist, glaube ich, ein sehr gutes Produkt herausgekommen. Worum geht's in diesem Song? Es sollte eigentlich ein Song sein, der das Feeling von der Bar und von dem Ganzen rundherum, von dem Flair wiedergibt. Für den Erfolg der Gig-Bar gibt's natürlich gute Gründe. Ich glaube, dass, so wie schon vielleicht in der Ansprache gesagt, die Hardware alleine nicht ausreicht, sondern dass auch man das leben muss, was man nach außen hin zeigt. Und das haben die beiden in dem Jahr, glaube ich, mit einer großen Bravour hingelegt. Das Ambiente verkörpert, glaube ich, Emotionen von Christian und René. Und wir haben also eigentlich, beziehungsweise ich habe, glaube ich, erkannt, was die zwei Jungs wollen. Und ich glaube, das ist genau gelungen. Extra zur Geburtstagsfeier aus Las Vegas angereist ist Caroline Samus, die für King of Queens, Friends und aktuell für Two and a Half Men schreibt. Sie liebt die Ideen von Christian und René. A little crazy, no. But they're so much fun and make me feel so special and they make everyone feel welcome and have a blast here. I love it. I tell everyone in Las Vegas, go to the Gig Bar in Austria. At the Gig Bar, you and me.